Hallo, grüßt euch. Heute gibt's Kürbispizza passend zur Herbstzeit. Die überzeugt auch Leute, die der Kürbis nicht so mögen. Wir brauchen Kürbis, Senf, Blätterteig, Knoblauch, Schafskäse, saure Sahne, Thymian und Öl. Der Kürbis wird geschält und in mundgerechte Stücke gewürfelt. Der Sauerrahm mit dem Senf, dem Knoblauch, Salz und Pfeffer gewürzt, abgeschmeckt und gescheit verrührt. Wir nehmen unser Blech, tun da den Blätterteig drauf, auf dem Papier, da wo er schon drin ist, drauf lassen, streichen den Sauerrahm drüber. Die Kürbiswürfel und den Schafskäse zerbröseln wir. Und die Thymianblättler zupfen wir ab. Aufpassen, dass keine Stängel reinkommen. Das sind ein wenig störrisch im Mund. Und zum Schluss noch ein bisschen Öl drüber träufeln. Das Ganze im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad circa 35 Minuten goldbraun backen. Jeder Ofen backt anders, von daher ca. 35 Minuten. Er ist wirklich sehr lecker. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen. 46 aus der Tee. Eure Emma.